Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Blocks und das ist 20XTX und es ist, ach ja, bei mir ist immer noch Samstag, der 23. März 2019. Es ist Abend und heute war ich im Livestream, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin und nicht so weiß, ob ich die 4 Folgen direkt am Stück aufnehmen werde für die nächste Woche. Ist alles eine Frage der stimmlichen Ausdauer heute, wollen wir mal sehen. Ja, wie gesagt, die Woche ist ja angeschlagen und nichtsdestotrotz jetzt erstmal Daily Challenge, Kalenderwoche 13 mit dem Draco in dem Moment und dann machen wir direkt mal los, quatschen kann ich immer noch unterwegs, wie sich das gehört. MMM, ganz viele M's immer wieder, ich hasse es von vornherein, ich will es immer abstellen, aber letzten Endes rutscht es dann doch immer wieder raus. Das ist ein echtes Kreuz manchmal. Aha, hat er sich gedacht hier, der Affe. Und damit meine ich Lotus. Huch, das hat er sich gedacht. Okay, nichtsdestotrotz, stimmlich angeschlagen. Zumindest noch so, dass ich mir sage, nee, Livestream muss nicht sein. Da schniefe ich nur viel zu viel rum. In irgendeiner Form, das muss ich keiner antun. Und deswegen das Ganze heute mal wieder so, ganz klassisch. Ist jetzt gerade noch ein bisschen leise bei mir auf der Ohren, muss ich sagen. Also so, auch so von der Stimme. Kann jetzt auch an der Stimme liegen. Das will ich jetzt in dem Moment nicht ausschließen. Ansonsten, ja, heute 23. März, es ist Demo. Es ist Demo und die hoffentlich in irgendeiner Form auch, in irgendeiner Form was bringt. Ich hätte gerne mitgemacht, aber wenn man schon die komplette Woche irgendwie auf Arbeit sehr angeschlagen rumkrebst quasi und dann auch sagt, und Wochenende ist dann Demo, da stehen wir den ganzen Tag draußen und brüllen Zeug durch die Gegend. Nee. Das ist dann, oh Gott, das ist dann bei Arbeitgebern auch nicht gern gesehen. Halt, ich hätte, das war bloß ein HP, das hat sich absolut nicht gelohnt. Das ist dann auch so bei Arbeitgebern nicht gern gesehen, auch wenn es dann immer heißt, in deiner Freizeit kannst du machen, was du willst. Aber ja, ich hatte halt eigentlich speziell für diesen Tag mit freigenommen. Und dann kann man da schlecht sagen, nee, ich war eigentlich gar nicht da. Klar. Deswegen, habe ich dann doch gestern freigemacht, weil es mir Donnerstag richtig, richtig beschissen ging. Und habe den ganzen Tag nur so vor mich hingesiecht. Um es mal sehr rabiat auszudrücken. Hab Mittagsschläfchen gemacht, Tee gekocht und so. Das Übliche. Ja, wenn man alleine wohnt, dann muss man sich um den ganzen Mumpitz selber kümmern. Ja? Da hat man keinen, der einen betüttelt. Ja? Von wegen, weiß ich nicht, Männergrippe. Ich kann mir Männergrippe nicht leisten. Weil, wenn bei mir keiner aufräumt, also wenn ich bei mir nicht aufräume, dann räumt bei mir keiner auf. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ein Ein-Personen-Haushalt besteht aus einer Person. Und das bin ich. Nichtsdestotrotz, ja. Rumgelegen. Chillig rumgelegen und irgendwie. Ich habe zum ersten Mal Rain Man geguckt. Den Film mit Tom Cruise und Dustin Hoffman. Jetzt werden sich viele fragen, wie kann man den noch nicht gesehen haben? Dann sag ich einfach, in dem Alter, wo der, also in dem Jahr oder was weiß ich, um die Jahre, wo der rausgekommen bin, war ich einfach noch zu jung, um das in irgendeiner Form als sehenswert zu sehen, quasi. Weil vom Thema her ist es ja nun doch nicht wirklich actiongeladen, ja. Und dann in älteren Jahren dann doch interessanter. Ja, deswegen, also ich werde jetzt nicht spoilern, guck den selber, wenn er noch nicht kennt, ja. Und ansonsten war es ein schöner Film, muss ich sagen. Nehmen wir die Klaue mit. Wollen wir die Klaue mitnehmen? Das ist ein schön schneller Angriff. Das ist ein schön schneller Angriff gerade für jetzt, wenn wir so an Nestern vorbeikommen. Aber ist das, wo kann ich den noch hinlegen? Achso, ich kann ihn noch auf X legen. Okay, da ist er eigentlich ganz gut. Dann lassen wir das doch so. Und ich habe jetzt schon wieder, ich merke es gerade, ich habe schon irgendwie so 3-4 Themen angeschnitten, die ich alle wieder vergessen habe. Ohne sie in irgendeiner Form zu Ende zu führen. Aber das ist nun mal, that is Let's Player Live. Quasi. Außer du machst den Spickzettel und oder hast einen Co-Moderator, der dich darauf hinweist, so jetzt hast du da den und den Scheiß erzählt. Und was wolltest du damit sagen?
Also nee, nichtsdestotrotz, zurück zur Demo beispielsweise. Ja, hätte ich, wie gesagt, ich hatte mir freigenommen, wäre gern dabei gewesen. Aber dann habe ich jetzt doch auf Arbeit rumgelegen. Hatte ich die Tage noch getauscht bekommen, weil es mir Freitag richtig dreckig ging. Was war denn das gerade für eine Attacke? Ach, der hat... Warte mal. Habe ich jetzt den Hammer auf LB? Ach, gucke an. Achso, jetzt habe ich die als Hauptattacke. Alles klar. Habe ich gar nicht so gerafft gehabt. Aber es ist gut zu wissen. Jetzt habe ich quasi... Geht das mit Nina auch? Also mit den normalen Konsorten, dass man nicht die Hauptwaffe austauscht, sondern als Zusatzwaffe diese. Das ist. Also wenn es nicht neu ist, ist es mir nie aufgefallen. Und ich habe immer, war wahrscheinlich dann immer direkt mit der Waffentaste ausgewählt. Das ist sehr seltsam. Also ich habe die Vega-Krallen habe ich jetzt als Hauptwaffe hier quasi. Und den Hammer auf L1. Das ist ja. Das ist ja spektakulär. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Moment. Ich habe wieder trotzdem wieder den Faden verloren. Demo. Demo war gewesen den ganzen... Scheiße. Den ganzen Tag. Und ich wäre gern da gewesen, konnte nicht, bla bla bla. Und auf Arbeit ist immer so schlecht mit Livestream gucken oder so. Alter, was ist denn heute? Oh, wo will ich denn hin? Ah, es war kacke, wieder alle, wie ein Pro, alle Plattformen verpasst. Na jedenfalls, auf Arbeit ist so ganz schlecht mit Livestream gucken und deswegen drei, viermal am Tag in meinen Pausen konnte ich dann mal ans Handy und Twitter verfolgen. War ganz spannend und die CDU konnte es trotzdem wieder nicht lassen. ich werde jetzt dazu nichts Näheres erwähnen. Aber ist das oberpeinlich? Ist das oberpeinlich, von einer Partei, die Teile des Volkes vertreten, so eine ungebildeten, inkompetenten Aussagen? Ohne Scheiß, Alter. Unglaublich. Und da bin ich jetzt gerade auch ein sehr, also beziehungsweise natürlich auch alle anderen, die heute in irgendeiner Form auf Demo waren oder hin wollten wenigstens. Das ist ein wunderbares Beispiel. Man versucht, also es wird in der Regierung eine Entscheidung getroffen. Und das Volk, was regiert wird, findet das bescheuert. Also große Teile des Volks, unter anderem die das Thema tangiert, Wie mit Artikel 13 zum Beispiel, die finden die Entscheidung scheiße und finden das nicht gut und wollen das gerade biegen oder abbiegen oder verhindern oder sonst was, ja. Und die Leute, die in der Regierung sitzen, die werden dafür bezahlt, in der Regierung zu sitzen, die werden dafür bezahlt, dort diese Entscheidung zu treffen, ungehört, quasi außer zweimal im Jahr oder was weiß ich, wie oft gewählt wird, insgesamt, also so im Generellen. Blöde Aussage, ich weiß. und um dagegen was zu machen, aktiv was zu machen als Volk, muss das Volk unentgeltlich sich zusammenfinden, öffentlich, ja, dafür freinehmen, selbst Fahrtkosten bezahlen und so weiter, um in Massenprotesten sich organisieren zu können, um zu sagen, hallo, ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße und eure Entscheidung ist scheiße. Also das ist... Ich finde das so unverhältnismäßig und so altbacken vom System her. Das ist doch nicht schön. Weißt du, die sitzen da, die müssen nicht mal da sitzen, die müssen einfach nur mal kurz anwesend sein, wie man das ja die letzten Jahre mitgekriegt hat. Mal kurz anwesend sein, ihre Anwesenheitsunterschrift geben und dann wird dann Gesetz durchgedrückt von Leuten, die keine Ahnung von der Materie haben. Und um dagegen aufzugebären, musst du im besten Fall freinehmen, auf eigene Kosten wohin fahren und dann wird immer noch behauptet, diese Demonstranten, die da sind,
Also erstens mal werden sie als Mob bezeichnet, ja. Und zweitens sind das alles bezahlte Leute von irgendwelchen Firmen aus USA. Das sind gar keine aufrechten Bürger. Nein. Diese 100.000 Leute, die sich da heute zusammengefunden hatten, mehr als 100.000 Leute in komplett Deutschland, das sind alles bezahlte Leute von sonst wo. Also, das musst du dir anhören lassen. Von der CDU, von der CSU. Das ist doch unglaublich. Und solche Leute entscheiden darüber. Das ist, ja. Ich bin nicht der Meinung, dass ich besonders weitgreifend das Ganze verstehe. Muss ich auch nicht, aber die Teile, die ich dazu verstehe, sind, dass Zensur im Allgemeinen Kacke ist. Und diese Gesetze, die da abgeschlossen werden, die da beschlossen werden sollen, Artikel 13 und so weiter, dass die auf Zensur hinauslaufen können. Und das ist Kacke. Das ist Kacke. Und Axel Voss und seine Konsorten haben sich die letzten paar Wochen mit ihren Tweets und sonst was echt nicht in Ruhm gebadet, sondern eher noch dazu beigetragen, dass die Leute verstehen, dass CDU, CSU sich mit der Materie absolut nicht auskennen. Und trotzdem das entscheiden dürfen. Das ist... Ich wollte es eigentlich nicht wirklich genau so genau anschneiden, ja. Es gibt viel bessere Leute für das Thema, aber es involviert halt. Das ist es ja eigentlich. Furchtbar. Und eigentlich gehört das hier auch eigentlich, also eigentlich gehört das gar nicht hierher. Muss ich immer wieder dazu sagen, weil sowas. Okay, warte mal kurz. Jetzt mal nichtsdestotrotz, jetzt Charge-Textil, Bonus, bla. Jetzt nehmen wir erstmal den Spuckebot. Und dann nehmen wir noch das und den Rest können wir uns nicht leisten, dann gehen wir weiter. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Und was man da auch wirklich mitgekriegt hat, also so viele Leute bei mir auf Arbeit, wo jetzt nichts Genaueres dazu sagen werden, wussten bis zum, was war es, der 19. oder nee, der 20. irgendwie sowas in der Dreh, 20. 21. wussten bis zur demonstrativen 24-stündigen Schließung von Wikipedia nicht, was da Phase ist. Das ist doch unglaublich, wie das zurecht gemauschelt wurde vorher, wie das klein gehalten wurde von Medien. Und dann hörst du, ja, ich habe jetzt die Woche mindestens einmal davon gehört, beispielsweise. Ja, dabei sind da Sachen insgesamt, also das ist unglaublich, da hätten die täglich 5-mal berichten können. Dann heißt es wieder, ja, andere Themen sind auch wichtig, ja, es ist richtig, aber nicht so aktuell und auch nicht so wichtig für die... Nicht nähere, sondern wirklich weitere Zukunft von dem ganzen Gebiet halt. Auch noch so ein Ding. Also es wird von Leuten beschlossen, die erstens keine Ahnung von haben und zweitens dies nicht direkt betrifft. Das ist unglaublich. Und auch später nicht betreffen wird. Weil die da rumsitzen, die verdienen sich ihren Arschfett und sind dann eh weg. Also mindestens 90-95% der Leute, die da sitzen da, damit sie Geld verdienen, ja, und zwar auch bloß Geld und Meinung verdienen für ihre eigene Zeit da und nicht darüber hinaus. Zurück zum Spiel, also das macht mich irgendwie fertig, also mein Gott, weißt du, so wollte ich die Folge jetzt eigentlich auch nicht gestalten. Ich habe Rainman geguckt, habe ich das schon erzählt. Irgendwann schaffe ich es ja nochmal effektiv auszuweichen, ohne überall reinzurasseln. Und wenn der Kollege mir jetzt hier gerade meinen Lauf... Alter, mein Lauf versaut. Ach komm. Das ist echt gemein. Genau dazwischen gesprungen. So eine Rotze. Unglaublich. Ich bin krank. Ich hab Schnupfen und so. Puh. Zeit haben wir noch ein bisschen. Ne? Wir sind gerade erstmal irgendwie so bei 14 Minuten. Da können wir genauso gut noch die Hardcore Daily Challenge ranhängen hier.
Purist, ja, Mega Man lässt, nee, ja genau, Paddle Your Own Kanu. Mega Man Modus quasi. Ist das der Mega Man Modus? No Movement, Upgrades or Core Aux, Drop, ja, ich glaube schon, ne? Schwarm Enemies und Wrath. Enemies deal more damage, ausgezeichnet. Bin hier quasi die ganze Zeit auch pausenlos nur am Räusper-Taste drücken, weil ich ständig schniefen muss. Das ist so furchtbar. Alter, die machen wirklich mehr Damage. Wer hätte es erwartet? Und ich bin auch wirklich total, also so total der Bewegungslegastheniker. Was ist denn hier überhaupt los? Wie soll ich denn da durchkommen? Ach so, alles klar. Na dann ist ja gut. Lass mich. Oh mein Gott. Aber wir sind durchgekommen. Fast. Also zumindest durch die 5 Meter hier. Jetzt sind wir bei 15 Minuten. Alter. Was machen wir denn da? Sind die Dailies durch? Ich glaube, wir lassen das einfach so. Ich hoffe auf den Weekly One. Alles klar. War das mal wieder ein schöner Daily One. Vom 23.03.2019, den ihr am 24. um 12 Uhr sehen werdet, so circa. Ja, dann ne, bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, es hat irgendwie Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.